So, hallo und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic. Werden wir einfach mal weiterspielen. Ihr wisst, haben wir in den letzten zwei Folgen die freie Mine auseinandergenommen und müssen jetzt als nächstes schauen, dass wir erstmal zu Wolf kommen und dann müssen wir hier für das Ulumulu einige Sachen besorgen gehen. Also dafür dann auch Monster wieder umlegen. Und ich bin allerdings echt jetzt der Meinung, nachdem wir jetzt zwei Parts wieder für die freie Mine rausgehauen haben, dass das nächste Ding ist, wir werden auch wieder mehrere Parts brauchen, um alle Sachen für das Ulumulu uns zu besorgen. Das heißt, wenn wir mal eben kurz in dieser Folge, würde ich sagen, anfangen mit den Sachen für das Ulumulu. Für das Ulumulu. Anfangen in dieser Folge für das Ulumulu die Sachen zu besorgen. Und zunächst erstmal kümmern wir uns um die Minecrawler-Plattenrüstung, wofür Wolf, der Händler, Wolf natürlich die Platten braucht, um für uns eine Rüstung herzustellen. Wie auch immer er das machen will. Schauen wir einfach mal. Damit wir die Zeit jetzt ein bisschen überbrücken können. Wir können uns zwar auch teleportieren, aber dann weiß ich nicht. Oder ich kann euch dann ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich dann sonst diese 15 bis 20 Minuten Folge hinbekommen sollte. Kann ich hier mit Kord reden? Sei gegrüßt. Hallo. Okay. Ja, der hat nichts zu sagen. Die anderen beiden, da sind nur voll Pfosten. Okay, gut. Also, denke ich mal, dass in dieser Folge es etwas ruhiger zugeht, zudem wir ordentlich gerödelt haben in den letzten zwei Folgen. Wenn ihr euch diese angeguckt habt, müsst ihr es unbedingt nochmal tun. So. Ich hoffe, die Platten, die wir jetzt haben, das sind 14 an der Zahl, reichen für Wolf. Ich glaube, der braucht im entfernten Sinne oder so, glaube ich, der braucht auch nur 10 Platten. Da. Ich habe einige der Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Zu wenig. Das reicht nicht für eine ganze Rüstung. Bring mir mehr von diesen Platten. Hast du eine Birne? Alter, wie viele Dinger soll ich dir denn noch besorgen? Alter, wir haben 14 Stück. Man muss eben Ja, aufpassen, moin, muss ich jetzt wirklich wieder zurück? Wirklich wieder zurück in die Mine? Ja, komm. Komm. Dann werden wir in dieser Folge jetzt erst mit der Minecrawler-Plattenrüstung machen, würde ich sagen. Damit wir das auch fertig kriegen. Also 14 sind denn nicht genug. Das heißt, wir werden jetzt alle Viecher, die da rumkriechen und fleuchen, umlegen. Ist zwar jetzt wieder hin und her gerenne, aber ich denke mal, das ist eine gute Dingens-Alternative hier, eine Folge lang zu überbrücken, damit wir dann mit der neuen Minecrawler-Plattenrüstung, die wir dann uns anlegen werden, können wir uns gut auf die Reise machen, um diese vier Sachen, die Tarok möchte für das Ulumulu, weiß ich nicht. Ich glaube, da war die Zunge des Feuerwarans bei. Dann brauchen wir noch das Horn eines Schattenläufers. Dann die riesengroßen Zähne oder Hauer, wie man sie nennt, von einem ausgewachsenen Bergtroll. Das wird auch wieder eine lustige Sache. Und das vierte. Ah, genau. Die Zähne eines Sumpfeis.
Dann müssen wir auch wieder extrem weit laufen. Aber um ins Sumpflager zu gelangen, können wir uns ja hin und her teleportieren. Das ist ja jetzt, das ist jetzt keine große Aktion da. Also da werde ich auch diesmal ein bisschen schlauer sein und nicht hinlaufen oder hin und her laufen. Wenn wir schön den Teleporter einsetzen. Weil dann würde ich nämlich noch in 10 Folgen hier durch die Gegend laufen und das wollen wir alle nicht. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch endlich mal hier fertig werden mit Gothic, weil das ist unglaublich. Hab auch schon echt überlegt, um das Ganze hier zu überbrücken. Nicht doch lieber dann den Stream anzuschmeißen und dann den Rest hier von Gothic 1 in einem Stream paar Stunden lang, bumm, fertig durchzurödeln. So, da runter müssen wir jetzt. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin, weil 14 sind denn nicht genug. So. Jeder Varior hat 2, das heißt, jetzt haben wir 16. Schauen wir mal. Einfach hier die Mist. Sag mal. Seit wann kommst du eigentlich mit in die Mine und hilfst beim Rödeln? Also jetzt. Nur mal eben kurz mit. Hä, warum? Ist das hier so tief lang? Ah, hier. Hier geht's runter. Ja. Yep. So. Ich hab mal wieder gerade nichts gesagt, deswegen bin ich mich immer hundertprozentig am Konzentrieren. Das heißt, wir haben jetzt 22. Bei 14 hat er gesagt, es wäre zu wenig. Ich glaube, mehr... Ja, Das ist mit ihm nicht richtig. Das ist mit ihm nicht richtig, Land. So. Was ist denn hier los? Was ist denn hier für ein Lager? Ein Trank. Astronomie. Ja, moin, hat deine Astronomie studiert. Ala. Lebensenergiebonus 30. Also, das scheint ganz kleiner zu sein. Nein. Ja, moin. So. Das, rein der Regel müssten das jetzt hier alle sein, weil... Hier gibt es jetzt keinen Standort mehr, wo wir jetzt die noch hauen könnten. Sind wir allerdings bei Taruk wieder rausgekommen. Boah, ich weiß nicht. Sollen wir das Risiko jetzt eingehen? Da unten... Weil da unten... Bin jetzt allerdings auch oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Also gehen wir jetzt einfach mal wieder zu Wolf, würde ich sagen. Weiß nicht, kann man sich hier raus teleportieren? Ich glaube eher weniger. Wir werden uns das jetzt einfach mal so hinbiegen, dass wir uns jetzt dahin teleportieren. Es wird jetzt nicht die größte Folge oder so, oder die aufregendste, aber würde man meinen, sobald wir dann die Minecrawler-Rüstung Plattenbumster haben, kommen wir dann auch in dem Kampf gegen die 4 Sachen, die wir uns besorgen müssen, weiter. Das heißt, diese Folge wird einigermaßen interessant. Genau, Gordon ist wieder hier gespawnt. Alles easy, Bro. Ja, Mahlzeit. So. Vor allem, man kann sich ja im größten oder im weitesten Sinne hier... Was haben wir denn hier? Teleport-Wassermagier.
Da haben wir aber auch schon mal. Da haben wir aber auch schon mal für mehr. Magie zu Ehren. Jo, Magie zu Ehren. Für Beere. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Bla 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 bla. So. Keine. Warte mal, wie viel. Ach nein. Wenn wir die Minecrawler-Plattenrüstung jetzt gleich kriegen, brauchen wir ja die hohe Robe hier gar nicht mehr von den Wassermagiern. Hätte zwar mehr, aber ich glaube mal, dass die Minecrawler-Plattenrüstung sich allerdings nicht jeder besorgt hier im Gameplay. Dass die viel, viel mehr Schutz vor allem hat. Nein. Oh, ich dachte, der stürzt jetzt ab, Alter. Hui. So. Hören wir mal hier eben kurz mit dem Quatschen. Also wenn das jetzt immer noch zu wenig ist, dann weiß ich auch nicht. Also da kann ich ihm auch nicht dann weiterhelfen. Hier. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Gott sei Dank. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Ab und zu bei dir reinschauen. Das heißt, ich denke mal, man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Wir schlafen jetzt erstmal einen Tag. Schlafen wir jetzt noch einen Tag zur Absicherung. Ich hoffe, das zählt dann auch dementsprechend, weil ansonsten. Dann schauen wir mal einfach. Also in dem Sinne sind jetzt 2 Tage vergangen. Hast du schon fertig? Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Ich bekomme das schon hin. Naja, gut, also es kann schon sein. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Hey, du! Raus hier! Kluges mach doch einen Halm, du sollst dich um deine Rüstung kümmern. Ich wollte mich doch nur mal kurz auf deine Matratze legen. Meine Güte, was ist denn hier los? Also. Schlafen wir jetzt einfach ein paar Tage. Kann ja eigentlich nicht falsch sein, wenn er uns dann gleich jetzt. So, das ist jetzt der 4. Tag. Ich glaube, wir machen mal zur Vorsicht eine Woche jetzt. 4. 5. 5. Gewöhnlich hat er eine Woche 7 Tage. 6. So, einmal gehen wir noch schlafen. Dann machen wir unseren Sicherheitsmann hier. So, zack. So, dann machen wir mal eben kurz hier unser Sicherheitsspeicherstand. Das ist bei mir immer dann halt die Sicherheit, falls das Spiel wirklich so extrem rumbackt, dass wir irgendwo hängen bleiben. Dass ich dann, wie gesagt, an manchen Stellen hier die Sicherheitsspeicher-Dinge habe und hier oben dann das insgesamte Let's Play, falls auch mal die Aufnahme in eine Hose geht oder alles andere irgendwie abschmiert, weil letztendlich, wie gesagt, als ich letzte Folge habe ich auch schon gesagt, ist alles uncut. Ich fange immer an, höre dann auch immer. Deine Entscheidung zu den Wassermagiern willst zu kommen, du jetzt? War richtig. Lass mich in Ruhe. Willkommen, Bruder. Ja, moin Meister. So, Wolf, komm, bitte, hab die Rüstung fertig, sonst dreh ich. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Ich bekomme das schon hin. Was muss ich denn jetzt machen? Damit er die Rüstung fertig kriegt. Ja, jetzt bin ich am. Ich habe auch schon mal seine eigene Scheiße gerettet, sondern das ist Teil Xalas Geschichte, bla bla bla. Oh. Dann müssen wir
Wohl oder übel. Jetzt erstmal einen Schnitt machen. In der nächsten Folge dann anfangen mit Ulumulus Sachen. Und würden sagen, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, würde mich drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal dann hier in alter Frische, euer Sketchow.